Dies ist ein Film über Holger Strom. Nicht über seine ganze Person, die, das sei gleich zu Anfang unmissverständlich gesagt, sehr unterschiedliche Facetten hat. Strom hat wertvolle Bücher geschrieben, sehr früh zu Fragen der Atom- oder Gentechnik, aber auch zum Beispiel zur Kritik autoritärer Erziehung. Bereits mit seiner Ausbildung zeigte er vielseitige Interessen. Ja, ich bin in Lübeck geboren. Mein Vater kommt aus Lindau. Meine Mutter ist Lübeckerin mit schwedischen Wurzeln. Und ich habe Werkzeugmacher gelernt. Dann bin ich nach Schweden gegangen, habe dort studiert und auch gearbeitet. Danach habe ich Fertigungstechnik studiert in Berlin. Als ich fertig war, bin ich nach Kanada gegangen, dort weiter auch studiert und gearbeitet. Habe Business Administration, also Betriebswirtschaft gemacht, und Betriebspsychologie. Und dann bin ich in die Industrieberatung gegangen, in Nordamerika. Wikipedia ergänzt das auf der Seite zu Holger Strom. Strom studierte Fertigungstechnik in Berlin, Business Administration in Toronto und Göteborg sowie Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Er arbeitete als Berufsschullehrer und war in der Industrie als Angestellter und als Organisations- und Industrieberater tätig. Und dann bin ich Ende 69 zurück nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich mich für den Umweltschutz engagiert und meine ersten Bücher geschrieben. Nochmal Wikipedia mit Angaben zu dem Buch, welches Strom in der damals wachsenden Umweltbewegung bekannt machte. 1971 schrieb er mit Friedlich in die Katastrophe sein erstes Buch über die Gefahren der Atomenergie, dem der Historiker Joachim Radkau bescheinigt, dass es einen erheblichen Niveausprung in der bundesdeutschen Kernkraftkritik darstellte. Nachdem es von über 80 Verlagen abgelehnt wurde, veröffentlichte Strom es zunächst im Privatdruck und dann 1973 im Kleinverlag Association mit einer Auflage von 4000 Stück. Von der 1981 bei 2001 erschienenen Neuausgabe wurden schnell 130.000 Exemplare verkauft. Die Gesamtauflage der bei 2001 verlegten Bücher von Strom beläuft sich auf 640.000. Dann fährt die Online-Enzyklopädie mit dem politischen Werdegang von Holger Strom fort. Ursprünglich war Strom Mitglied der SPD, aus der er 1978 ausgeschlossen wurde, da er als Spitzenkandidat der bunten Liste Wehrt euch, Buli, bei den Wahlen zur hamburgischen Bürgerschaft kandidierte. Auch von der Buli schied er im Zorn, nachdem er sich mit seinem Vorschlag einer Europawahlteilnahme nicht gegen den die Buli dominierenden Kommunistischen Bund hatte durchsetzen können. Nach der Katastrophe von Tschernobyl lebte er mit seiner Familie 10 Jahre lang in Portugal. Strom studierte an der Universität Hamburg. Da der Erziehungswissenschaftler Peter Struck seine Promotion nicht betreuen wollte, ging Strom 2002 an die Universität Bremen zu Johannes Beck, kurz vor dessen Emeritierung. Seine 2007 erfolgte Promotion wurde nach Verfahrensunklarheiten 2012 gerichtlich bestätigt. Die Promotionsurkunde zum Dr. Phil erhielt er am 7. August 2012. Strom ist Träger der Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens und Preisträger der Internationalen Umweltschutzmedaille. Insgesamt war Strom von Beginn an eine schillernde und aneckende Figur. Er arbeitete nach eigenen Angaben in mehreren Ländern auf Regierungsebene mit und erhielt staatliche Auszeichnungen. In anderen Fällen stieß er auf Ablehnung, was Strom selbst als von oben gelenkt und Zensur kritisiert, was allerdings in auffälligem Widerspruch dazu steht, dass er immer wieder auch auf höchsten Ebenen politisch mitwirken konnte. Auch seine politische Selbsteinordnung passt nicht so recht zu seiner hochkarätigen Beratertätigkeit für mehrere Regierungen. Ich bin linker Anarchist und dazu stehe ich auch. Was aber ist das, ein linker Anarchist? Linke Politik streitet traditionell für Gleichberechtigung und gegen ökonomische Privilegien. Anarchie bedeutet die komplette Abwesenheit von Herrschaft. Wäre also ein linker Anarchismus das Eintreten für eine heute utopisch erscheinende Gesellschaft der Freien und Gleichen? Würde sich der Kampf dafür in solchen Aktionen ausdrücken, wie sie in den hier gezeigten Bildern zu sehen sind? Strom erzählt von solchen Erlebnissen nie, weder im Kleinen noch im Versuch der Revolte. Allerdings ist das nicht der springende Punkt, der Holger Strom, besonders in den letzten Jahren oder seitdem gut sichtbar, in einen krassen Kontrast zu seiner Selbsteinschätzung links und Anarchist, also zur vermeintlichen Befürwortung von Gleichheit und Herrschaftsfreiheit, trieb. Zutiefst anti-emanzipatorische Sichtweisen entwickelten sich aus seiner ständigen Beschäftigung mit dem Grauen staatlich-militärischen und kapitalistischen Herrschens und Wirtschaftens. Apokalyptische Vorstellungen vom Ende der Welt füllten sein Denken. Wir rotten alles höhere Leben auf der Erde aus. Das ist sowas von satanisch. Genau diese Endzeitstimmung vermittelt auch der Film Friedlich in die Katastrophe. Es heißt, die Atomenergie sei eine Brückentechnologie.
Eine Brücke lässt sich jedoch nur bauen, wenn man weiß, welches Ufer man erreichen will. Doch der wahnsinnig gewordene nackte Affe, der sich Mensch nennt, hat das Ufer längst nicht mehr im Blickfeld. Wie ein amoklaufender, wild gewordener Schädling reißt er alle Lebewesen mit ins Verderben. Viele Experten meinen, dass wir uns bereits im kommenden Jahrhundert ausrotten werden. Die entfesselte Gier, der Egoismus und die Dummheit des Menschen machen es möglich. Diese Sichtweise teilt Strom mit anderen Öko-Autoren. So luden er und die Filmemacher von Friedlich in die Katastrophe den Autor von Ökodiktatur Dirk Fleck zum Gespräch. Der hörte sich Holger Stroms apokalyptische Verzweiflung an und setzte seine eigene Interpretation obendrauf. Wenn erstmal ein biologischer Kreislauf unterbrochen wird, dann folgt innerhalb kürzester Zeit der Totalkollaps, wo also alles zusammenbricht und die Welt gar nicht mehr bewohnbar ist. Und dann wird das wie in Soylent Green sein, dass wir uns gegenseitig auffressen. So viel geballte Dummheit, wie sie der Mensch an den Tag legt, kann eigentlich nur göttliche Absicht sein, sage ich. Vielleicht sind wir nur dazu da, als Rasse diesen Planeten einmal kräftig umzuflügen, damit sich die Evolution neue Bahnen suchen kann. Das ist jetzt sehr spekulativ. Also wir die Funktion eines Meteoriteneinschlags ja, einnehmen. Ja, genau das. Dieses ständige Denken an den Weltuntergang, empfunden als Verbrechen an der Natur und den künftigen Generationen, treibt Strom an. Er glaubt selbst, angesichts dessen wahnsinnig zu werden. Und genau das könnte der Grund sein für die in den letzten Jahren entstandene Anfälligkeit für Verschwörungstheorien, primitive Feindbilder und platteste Hetze. Was tun wir unseren Kindern und Kindeskindern? Das treibt mich zum Wahnsinn. Und es treibt mich vor allem zum Wahnsinn, wenn ich sehe, dass das Gott völlig egal ist. Ja. Da denke ich, was sind das eigentlich für Menschen? Wie entsetzlich ist das? Ich meine, wir bringen unsere eigenen Kinder und Kindeskinder um. Und das dauert nicht mehr lange. Bereits in 20, 30 Jahren wird sich die Situation verschlechtern. Und dann wird es sukzessive, progressiv, immer schlimmer und hochschnellen. Und dann hat überhaupt keine Chance mehr, noch irgendetwas zu verändern, wenn wir nicht jetzt sofort anfangen umzudenken. Und da sehe ich leider keinerlei Hoffnung. Aber wie gesagt, vielleicht unter dem Eindruck, wenn in der nächsten Zeit Katastrophen passiert, kann ich nur hoffen, dass dann ein Umdenken erfolgt. Und ansonsten kann ich mich nur bei unseren Nachkommen entschuldigen, dass wir viel, viel schlimmer als Hitler oder sonstige Kriminelle, die wir nun genügend auf der Erde gehabt haben, die also Millionen Menschen auf dem Gewissen haben. Und wir haben jetzt alles höhere Leben auf dem Gewissen. Es ist ja nicht nur so, dass wir unsere eigenen Nachkommen ausrotten. Wir rotten ja alles aus an höherem Leben. Da bleiben dann zum Schluss vielleicht nur noch Bakterien übrig. Die werden wir allerdings nicht kaputt kriegen. Verzweifelt suchte Holger Strom nach den Gründen. Statt einer Systemanalyse, statt einer Beschäftigung mit den Antriebskräften im Kapitalismus oder im Herrschaftssystem allgemein, witterte er religiösen Fanatikern gleich das Böse am Werk. Wenn ich also mal annehme, ich bin nicht religiös, Gott hat ja die Genese geschaffen, das Leben geschaffen, sind wir der Teufel, der es ausrottet. Wenn Gott das Leben geschaffen hat, die Genese, sind einige Menschen dabei, als Teufel, sie zu vernichten. Das ist wahrlich satanisch. Ich bin davon überzeugt, dass Gott eine Barriere eingebaut hat, wenn eine Spezies so destruktiv ist wie die unsere, dass sie sich selber vernichten muss, bevor sie vielleicht andere Planeten infiziert und genauso zerstört. Das Böse aber will die Zerstörung. Die Machthaber sind satanische Sekten. Sie wollen das absolute Chaos, den Zusammenbruch, das Armageddon, weil dann angeblich Jesus wieder aufersteht und weil dann die Bevölkerung so in Angst und Schrecken versetzt wird, dass sie ihrer eigenen Entmachtung und Versklavung zustimmt, damit endlich wieder Ruhe und Frieden herrscht. Genau ist das Konzept. Wahlweise konnten alle Menschen das Böse bilden? Ich glaube, der Mensch ist ziemlich irre, ist ziemlich krank.
ist der Mensch so irre, dass er gar nicht verdient zu überleben? Wenn nun das so ist, dass wir nicht mehr bereit sind, unsere eigenen Kinder und Enkel zu schützen, ja, dann haben wir auch kein Recht mehr auf Leben. Dann sind wir endgültig zum Unmensch pervertiert worden. Oder auch nur zum Beispiel die Politiker, wie der erneute Blick in den Film Friedlich in die Katastrophe zeigt. Besonders tragisch ist, dass die notwendige Tatsache der Endlagerung als ein rein technisches Problem gesehen wird. Das rührt hauptsächlich daher, dass die formal verantwortlichen Politiker und Industriellen keine Moral besitzen. Denn die Konsequenzen müssen nicht sie, sondern die Ungeborenen tragen, die weder Stimmrecht noch Aktien besitzen. Nur die Nuklearindustrie hat nichts zu befürchten, denn in maßloser Dummheit hat der Bund ihnen die Verpflichtung für die Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle sogar noch abgenommen. In mehreren Interviews spitzt Strom diese Betrachtung noch zu. PolitikerInnen sind keine Vollstrecker von Macht- und Kapitalinteressen, sondern unmoralisch, korrupt, ja schlicht geisteskrank. Die meisten Politiker sind psychisch krank. Wir werden also von kriminellen Geisteskranken regiert. Dafür brauchte es Begründungen. Doch Strom verzichtet auf eine Systemanalyse, schaute nicht auf Zwänge und Kräfte, die in die Elitesphären wirken und gleichzeitig von diesen reproduziert werden, sondern brachte das einfachste aller denkbaren Erklärungsmuster für die Welt, die Pyramide. Eine Machtgruppe sitzt an der Spitze, alles andere sind Marionetten. So kommt das Schlechte in die Welt. Sein Vorschlag für dieses Zentrum der Macht? 20-25% des Bruttosozialproduktes der Welt wird von der Mafia kontrolliert. Und wenn ich zum Beispiel die DAX-Konzerne besitze, wenn ich die Immobilien besitze, wenn ich alle möglichen Firmen besitze, dann kontrolliere ich die Wirtschaft und somit auch die Politik und über die Politik die Justiz und natürlich auch die Medien. In der praktischen Politik ist die Mafia dann das Erklärungsmodell für alles. Werden deutsche Konzerne geschluckt? Die Mafia. Kommt es zu Unfällen im Schienennetz? Die Mafia. Früher ging es auch so, dass man, wenn man dort ein großes Bauprojekt hatte, wie zum Beispiel die Konzerthalle in Hamburg, dass das auch in etwa stimmte. Mittlerweile ist der Preis weit über das Zehnfache gestiegen. Warum? Weil die deutschen Baukonzerne von der spanischen Mafia-Konzern aufgekauft worden sind und die zusammen mit der Politik die Preise hochtreiben und uns ausrauben. Ständig ist Atommaterial unterwegs. Auch hier ist sträflicher Leichtsinn an der Tagesordnung. So ist die Transportindustrie von der Mafia unterwandert, die eine Sicherheit wohl am allerwenigsten gewährleisten kann. Oder gleich noch einen drauf. Die ganze EU sei eine einzige Verschwörung. Oder gleich die Mafia. Im Interview mit Niki Vogt. Die EU ist eine Verschwörung. Ursprünglich stammte die Idee von Adolf Hitler. Und im Vortrag auf der Antizensurkonferenz. Die EU ist die Mafia. Ich habe dort zwei Bücher drüber. Der donnernde Applaus des AZK-Publikums zeigt, einfache Analyse kommt an. Doch wer ist das, diese Mafia? Für Holger Strom nichts als ein Container, in den er abwechselnd beliebige Objekte seines Hasses als personifiziertes Böses hineinwerfen kann. In seinem Rausch, die Welt als Beute des Bösen zu betrachten, statt Herrschafts- und Verblendungszusammenhänge zu analysieren, drischt er auf alles drein, was auch sonst immer wieder als einfaches Feindbild diente. Zum Beispiel die Juden und das, was synonym für sie steht. Mediale Einheitsbrei und stereotype Propaganda prägen heute die Medienlandschaft, die von wenigen zionistischen Konzernen kontrolliert werden. Und die Zionisten fordern eine Bestrafung für Deutschland für ihre Vergangenheit. Zionistische Netze, die in den Schlüsselstellungen in Europa sind, in der Politik, in den Medien, in der Wirtschaft, bei den Banken. Sie wollen Deutschland schaden aufgrund unserer Schuld der Vergangenheit. Und es wird ganz deutlich gesagt. Die Stimme Russlands hat ja mal behauptet, dass die Amerikaner 380 Milliarden investiert haben, um Nordafrika zu destabilisieren, damit nur noch Israel als Ordnungsmacht übrig bleibt. Israel hat den Palästinensern das Land weggenommen und ein Massaker an ihnen verübt. Unlogiken spielen dabei keine Rolle.
so werden gleichzeitig Beschlüsse als existent behauptet und ihre Verhinderung per Veto beklagt. Es existieren über 500 UNO-Beschlüsse, die Israel verurteilt haben und wo Amerika regelmäßig ein Veto einlegt. Und der Westen steht stramm hinter Israel. Sarkozy, von dem man sagt, er sei Mossad-Agent. Die absurdeste Idee aber: Laut Holger Strom seien alle wichtigen PolitikerInnen in Deutschland in Wahrheit Juden. Angela Merkel, die ja selber Jüdin ist, wie zuvor ganz viele Politiker, Helmut Kohl oder aber Joschka Fischer. Oder wir können jetzt durchmarschieren, ich könnte hier für eine halbe Stunde alle die, die wirklich Macht haben in Deutschland. Frau Merkel ist übrigens Zionistin. Stroms Lieblingsfeind aber steht woanders. Jenseits des Atlantik, die USA und ihre Geheimdienste. In fast allen Interviews wimmelt es von Behauptungen über die Allmacht der US-Regierung, der CIA und böser US-Konzerne. Diese ganzen Verträge werden ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Die sind ja streng geheim und vertraulich. Da darf ja auch die EU-Kommission darf nichts davon verlauten lassen, was ihr dort diktiert wird. Denn Obama diktiert diese Verträge. Ja. Und Merkel und Gauck und... Die können das nur abnicken, oder? Ja, nicht nur das, sie sind ja eifrig dabei, die Stiefel zu lecken, in widerwärtigster Art, dieses Geschleime, dass einem dabei richtig schlecht werden kann. Es gibt also einen CIA-Menschen, Dr. Lewinter. Der war der Chef des Analytical Threat Centers. Der war also für Massen, für Auftragsmorde zuständig. Und er ist einmal in Österreich erwischt worden und hat dort 4 Jahre abgesessen. Und dann hat er um politisches Asyl in Portugal gebeten. Und das hat er auch bekommen, weil die Portugiesen wissen wollten, wer ihr Bundespräsidentschaftskandidat, wer den ermordet hat. Und dann hat Lewinter unter Eid vor dem portugiesischen Parlament, Assemblea, ausgesagt. Und zwar... wie sie Olaf Palme ermordet haben, weil der die Atomkraftwerke abstellen wollte. Dann der Präsidentschaftskandidat Costa Lima, General Costa Lima, der in Portugal Bundespräsident werden sollte. Und der war Kommunist, das hat man nicht dulden können, dass in einem NATO-Land ein Kommunist Bundespräsident wird. Und dann auch den italienischen Ministerpräsidenten Moro. Aus einem ähnlichen Grund, er wollte eine Koalition mit den Kommunisten eingehen. Also diese Aussagen sind unter Eid vor dem Lissabonner Parlament gemacht worden. Und ich habe die Medien informiert, aber die dürfen darüber nicht berichten. Verstörend ist dabei, dass das Ganze geschieht mit den Methoden der SS-Wissenschaftler, die Amerika nach dem Krieg in die USA gebracht haben. Diese Flüchtlingswellen werden vom IS, amerikanischen Geheimdiensten und der Mafia organisiert. Udo Ulf Kotte hat ein Interview gegeben mit Russia Today auf Englisch, was wir auf meiner Seite holgerstrom.com haben, wo wir es ins Deutsche übersetzt haben. Und er war früher mal Chefjournalist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er sagt, in jeder großen Redaktion gibt es einen Raum, wo die CIA ist und die schreibt die Artikel. Und wir müssen sie dann unterzeichnen und dafür kriegen wir eine Menge Geld. Diese ganze Propaganda kommt direkt aus dem Pentagon. Und nicht nur das, wenn wir Monsanto sehen, für mich ja die schlimmste Firma überhaupt auf der Welt, voll kriminell. Wir wissen, dass in der Zwischenzeit auch andere Firmen versuchen, uns über die Patente zu beherrschen. Zum Beispiel Monsanto, die ja Patente abgegeben haben auf Pflanzen, Tiere und Menschen. Das heißt, wir gehören uns nicht mehr selber, wir gehören Monsanto. Auch sich selbst sieht Strom als Opfer des langen CIA-Arms. Über Greenpeace hätten die seinen Film friedlich in die Katastrophe ausgebremst. Greenpeace hat gelobt über den grünen Klee, Meisterwerk und fantastisch und so. Und dann haben sie Order aus den USA bekommen über Amsterdam, dürfen nichts für den Film machen, nichts mit mir machen. Nimm mal an, das ist direkt von der CIA gekommen. So staut sich ein Hass auf, den Strom mit jenem Vergleich zum Ausdruck bringt, der in Deutschland seit Jahrzehnten als Ausdruck höchster Verachtung verbreitet ist. Viele westliche Oberhäupter vergleichen ja Putin neuerdings mit Hitler.
Aber ich habe das Gefühl, das Dritte Reich ist neu aufgewacht in Amerika. Ohnehin der Nazi-Vergleich. Oder das gleich steigernd die Relativierung der Nazi-Verbrechen, indem sie gegenüber der befürchteten ökologischen Katastrophe als unbedeutend dargestellt werden. Unauffällig dann mit eingemixt die Erledigung der deutschen Schuldfrage. Hitler, Churchill, Stalin, Roosevelt, Mao haben zusammen nicht 100 Millionen umgebracht. Und Hitler ist ja bekanntlich der schlimmste Unhold für uns, wird uns ja täglich eingebläut, die Schuld, den es je gegeben hat. Nun sind da aber Banker, die ermorden 100 Millionen, natürlich anonym. Und als Belohnung bekommt die Banken mehrere Billionen und hunderte Milliarden an Boni aus Steuergeldern. Jeden Tag serviert man uns die Schuld von Hitler und unserer Urgroßväter. Und wie schlimm eigentlich. Aber wenn ich sehe, dass wir heute dabei sind, alles höhere Leben auszurotten, ja, da ist doch Hitler gar nichts gegen. Der Film Friedliche die Katastrophe bedient diesen Vergleich mehrere Male. Offenbar reichen die im Film durchaus beeindruckend zusammengetragenen Fakten nicht. Es muss eine rhetorische Keule her. Ich habe ja noch ganz bewusst die 20er Jahre erlebt. Ich bin damals in die Schule gegangen, habe 32 meine Abitur gemacht. Und ich habe damals miterlebt, wie man Hitler nicht ernst genommen hat. Und dieses Wegschieben einer Gefahr, das erlebe ich jetzt mit Schrecken wieder. Man will auch diese Möglichkeit sozusagen des Super-Hitler in Form einer deutschen atomaren Beteiligung nicht wahrhaben. Und dieser Super-Hitler ist mindestens so gefährlich, wenn nicht noch gefährlich, wie der andere Hitler, weil der einen Holocaust von ganz anderen Ausmaßen anrichten kann. Das ist die Mafia hier von der Demokratie. Das kannst du annehmen. Ich sag ja, wenn Adolf Hitler aufwachen würde, dann würde von denen was lernen. Du. Die Verantwortlichen machen das Geschäft ihres Lebens und sind nicht bereit einzusehen, dass sie alles, auch sich selbst, zum Schluss vernichten werden. Dieser Irrsinn muss überwunden werden. Denn Regierungen kommen und gehen. Die radioaktive Strahlung aber wird bleiben. Das ist das größte Verbrechen aller Zeiten. Das, was ich von der Geschichte weiß, auch des Dritten Reiches und des 20. Jahrhunderts, dass gegen dieses Verbrechen, die Verbrechen der faschistischen Diktaturen verblassen. Das sind alles Sachen, die mit der Zeit vernarben und daraus kann man was Neues machen, was Neues gestalten. Nämlich Demokratien, Kultur, Verfeinerung. Man hat die Erfahrung gemacht, was es heißt, wenn man politisch sich verführen lässt und wozu das führt, letztendlich. Bei der Atomenergie ist das nicht möglich. Und uns schlägt man ja ständig noch die Schuld Adolf Hitlers um die Ohren. Ja. Ich meine, ich war am Ende des Krieges ein Baby. Andere sind nach mir geboren. Ja. Was haben die damit zu tun? Ja. Wieso werden die in Sippenhaft genommen werden? Ja. Ja. Und vor allen Dingen, wo heute viel schlimmere Verbrechen geschehen. Ja. Ich meine, wenn Oliver Stones die Geschichte Amerikas sieht, der sieht ja die Verbrechen, die Nixon und andere begangen haben, andere amerikanische Präsidenten. Worin unterscheiden die sich die von den Verbrechen von Hitler? Das sagt er ja selber. Und wenn wir jetzt noch die mit den Sklaven und der Ausrottung der Ureinwohner, der Indianer angucken, da war doch das Dritte Reich eigentlich harmlos dagegen. Der Vorwurf Verschwörungstheorie wird vielfach als ausgrenzende Kritik erhoben. Wer damit konfrontiert ist, soll nicht mehr ernst genommen und verächtlich gemacht werden. Solche Schubladen sind oft selbst stark vereinfachend und von Empörung verblendet. Auf Holger Strom passt die Bezeichnung. Denn der Anti-Atom-Autor gehört zu den wenigen Exemplaren vereinfachter Welterklärer, die Verschwörungen wittern und tatsächlich ständig von ihnen reden. Kennedy hat von einer gewaltigen Verschwörung gegen ihn gesprochen. Und fast alle amerikanischen Präsidenten haben von der Verschwörung des Großkapitals, der Rothschilds, Rockefellers und Morgans gesprochen. Und dass das amerikanische Volk von ihnen geplündert werden. Das eigentliche Ziel aber reicht weiter. Eine neue Weltordnung. Das heißt, die eine einzige, globale, totale und einheitliche Machtpyramide. Darum geht es, die neue Weltordnung. Man möchte
eine Regierung, ein Volk, eine Rasse. Also im Grunde das, was Hitler schon wollte. Der neuen Weltordnung mit der Globalisierung und der Versklavung Deutschlands. Ist die in Europa ja auch von der Idee her angefangen umgesetzt zu werdende Idee einer neuen Weltordnung eigentlich das, was so hinter dieser ganzen, als politisches Ziel dieser ganzen mafiösen Umstrukturierung des Kapitalismus steht? Ist das so das, was am Ende die weltweit globalisierte Ausbeutung der Menschen unter einer zentralen Regierung, unter der Herrschaft des Geldes, ist das so das, wo es hinlaufen soll? Ja, das ist das, was man vorhat. Ja. Dafür dienen die Kriege in Nordafrika, dafür ist der Ukraine-Konflikt da. Der IS ist ein Kind des Westens. Er ist von uns erzeugt worden, denn jetzt haben die Amerikaner einen Grund, die Infrastruktur in Syrien zu zerstören, was Assad wiederum schädigt. Sie errichten überall Militärhauptquartiere und Stützpunkte und haben einen Grund, alles anzugreifen. Und darum geht es in Wirklichkeit. Es geht darum, die neue Weltordnung durchzusetzen. Die riesige Aktiengesellschaft der Welt, der Mafia-Oligarchen, einiger weniger Reichen. Wer die Weltregierung dann bildet, steht auch schon fest. Ja, das ist natürlich diese eine Weltregierung, die Sie haben wollten. Da sind wir ja eigentlich mit ursprünglich angefangen. Ja. Das wird natürlich vertreten, hauptsächlich von den Bilderbergern. Das sind also die 800 reichsten Familien der Welt. Die 400 davon sind alte Banker. Die andere Hälfte sind Mafia-Oligarchen. Erst haben die sich gegenseitig bekämpft und dann haben die aber gesagt, zusammen sind wir schlagkräftiger, wir haben ja die gleichen Ziele. Und diese Ziele der neuen Weltordnung, die wurden ja von Hitler ausgearbeitet. Und wir müssen sehen, dass auch in Deutschland, ob nun Frau Merkel oder sonst wer, alle die Macht haben, sind Mitglieder bei den Bilderbergern. Und das ist eigentlich in der ganzen Welt so. Nur die Chinesen und Russen sind vielleicht der Gegenpol. Und dafür ist man bereit, auch den Dritten Weltkrieg zu riskieren. David Rockefeller. Er will das Armageddon. Und David Rockefeller hat kein Hehl draus gemacht, dass dieses Armageddon künstlich erzeugt werden muss. Vielleicht ein paar Anschläge auf Atomkraftwerke und dergleichen mehr. Europa, die EU und der Euro sind das optimale Übungsfeld auf dem Weg zur ganzen Herrschaft. Die EU ist das Wunschkind multinationaler Konzerne, der Finanzmafia-Oligarchen und einflussreichen Logen auf dem Weg zur Weltherrschaft. Die nehmen die EU praktisch als Modell, um nachher die ganze Welt danach zu gestalten. Und wir wissen ja, dass die Notenpressen Tag und Nacht laufen, überall. Manchmal sogar Nachtschicht für die Mafia. Die Amerikaner peitschen ihre Dollar raus, weil sie den Dollar entwerten wollen. Übrigens auch jetzt der Draghi mit dem Euro. Er will ja Euro und Dollar Parität haben, damit es den Euro-Dollar gibt für die neue Weltordnung. Wir müssen ja sehen, dass diese Leute, die dort alle dran sind, dass die alle Teil der Mafia sind. Irgendwie gerät Strom mit seinen Verschwörungstheorien aber so doch in Tüdel. Er sieht die Welt als Pyramide. Das ist schön einfach, entlastet den Kopf und definiert sich selbst auf der Seite der Guten. Doch wer eigentlich die Spitze der Pyramide ist, das wechselt je nach Empörungssituation. Die bösen Amis, vielleicht aber auch doch nur ein paar Banker dort, die vielleicht auch doch nicht aus den USA kommen. Monsanto könnte es sein. Irgendwie sind das in Stroms Wahnvorstellung alles Juden. Die kommen also auch mal wieder in Frage. Oder sind es die Bilderberger? Ach nein, es ist die Mafia. Oder vielleicht doch eher... Je mehr Interviews Strom gibt, desto weniger wird klar, wer nun eigentlich im Verdacht steht, die Welt zu regieren. Das ist typisch für vereinfachte Welterklärungen. Die Vereinfachung ist das Anziehende, jede Konkretisierung stört nur das simple Weltbild. Eines aber hat Strom klar, so wie viele seiner Weltvereinfachungskollegen und Kolleginnen auch. Deutschland trifft keine Schuld. Ganz im Gegenteil. Die Deutschen sind unterdrückt, besetzt, versklavt. Alles, was als Bedrohungsszenario der armen Deutschen taugt, wird herangezogen. Ich meine, ich habe für den amerikanischen Senat gearbeitet.
für den Vorsitzenden des Committee on Government Operation, das ist der einflussreichste US-Senatsausschuss. Mhm. Und ich hatte Kontakt mit Senatoren, die haben mir gesagt in Deutschland, ihr seid eine Militärdiktatur bis zum Jahre 2099 und wir lassen euch ein bisschen Demokratie spielen und bis dahin müsst ihr Amerikanisch sprechen und dann werdet ihr eingemeindet. Und Obama hat ja vor kurzem auch gerade gesagt, ihr seid und bleibt ein besetztes Land. Und sogar der Bundesfinanzminister Schäuble hat gesagt, seit 1945 waren wir noch keine einzige Minute ein souveräner Staat. Ja, genau, ja. Genau, das habe ich gehört. Jeder Kanzler muss bei uns die sogenannte Kanzlerakte unterschreiben, wo er sich Amerika unterwirft, zum absoluten Gehorsam verpflichtet. Er muss für die CIA und den NSA arbeiten und so weiter. Willy Brandt wollte das nicht. Das abgelehnt, da hat man ihm gesagt, er dürfe da nicht Bundeskanzler werden und wenn er darüber spricht, dann ist er tot. In Deutschland diktiert Amerika so und so alles andere. Wir haben ja nicht umsonst 60.000 US-Soldaten im Lande. Die können ja jeden jederzeit verhaften oder an die Wand stellen und erschießen. Die haben das Recht dazu, durch das Besatzungsrecht. Da können wir also gar nichts machen. Als sich zu der Zeit die Deutschen gewehrt haben und gesagt haben, hier, wieso zahlen wir so viel in der EU, den Löwenanteil, mehr als alle anderen zusammen sozusagen, da hat Mitterrand gesagt, das sind Kriegsreparationen, die sind nicht verhandelbar. Denn wir sind ein versklavtes, geknechtetes Land. Wir sind eine amerikanische Militärdiktatur, ein besetztes Land mit 60.000 amerikanischen Soldaten hier. Wir haben nichts zu bestimmen. Alles ist eine Farce. Dabei ist es so, dass die OECD festgestellt hat, dass kein Land so ausgepresst wird wie Deutschland, dass nirgendwo auf der Welt die Menschen so viel Steuern zahlen müssen, um amerikanische Kriege zu finanzieren, die EU zu finanzieren und jetzt in diesem Fall, wie gesagt, Flüchtlinge. Von Joschka Fischer stammt das Zitat, die Deutschen sind tüchtig und fleißig. Sie haben Geld. Das müssen wir ihnen abnehmen. Ganz gleich, ob es verschwendet wird. Hauptsache, die Deutschen bekommen es nicht. Es wird also ganz deutlich gesagt, was hinter dieser Politik steht. Nämlich, Deutschland aktiv zu schaden. Streng genommen sind wir keine Demokratie, sondern eine amerikanische Militärdiktatur. Das behauptet zumindest General Gerd Helmut Camossa und der muss es wissen. Also Camossa sagt, dass seit Kriegsende bis zum Jahre 2099 die USA die Medienhoheit haben über alle Printmedien, also Zeitungen, Verlagen und so weiter, aber auch Radio- und Fernsehstationen. Und die Berichterstattung über inszenierte Bürgerkriege oder die Kriegshetze, mit der wir täglich gefüttert werden und überschüttet werden, die kommt direkt aus dem Pentagon. Das ist also nicht so, dass die eigenen Journalisten sich das ausdenken. Und alle Chefredakteure und Intendanten sind in gewissen amerikanischen Logen. Und über die erhalten sie dann die Order, was und über wie sie über was zu schreiben haben. Jedes Wort wird da praktisch vorgeschrieben. Und das wird dann über die Nachrichtenagenturen und Leitmedien verbreitet und alle anderen haben sich daran zu halten. Ja, es gibt Gesetze, die sind nach wie vor gültig, dass Deutschland bis 2099 ein besetztes Land ist, praktisch eine amerikanische Militärdiktatur. Amerika hat die Medienhoheit, das heißt, die ganzen Printmedien, Fernsehen, bis hin zu Theaterstücken oder Lehrplänen an den Schulen werden alle von Amerika bestimmt. Und die Kriegsberichterstattung kommt direkt aus dem Pentagon. Deutschland, wir können nicht über uns selber verfügen. Wir haben eine Marionettenregierung, die zu gehorchen hat. Die Amerikaner dürfen laut Besatzungsrecht alles bestimmen. Sie bestimmen so und so alles, von den Lehrplänen bis alles muss genehmigt werden. Und auch die Presse hat das zu schreiben, was die Amerikaner befehlen. Die Order kommt direkt aus dem Pentagon. Wir sind versklavt worden und wir haben das zu machen, was die Amerikaner wollen. So einfach ist das.
Ich habe das US Senate Committee on Government Operation beraten und mir haben mehrere Senatoren gesagt, ihr seid bis zum Jahre 2099 amerikanische Militärdiktatur. Und bis dahin werdet ihr amerikanisch sprechen und werdet allein gemeindet. Es wird immer so getan, als wenn Deutschland souverän ist, das heißt unabhängig von den USA oder den Siegermächten. Aber das ist nicht der Fall. Wir stehen nach wie vor unter Kriegsrecht, weil wir keinen Friedensvertrag haben. Und nach wie vor bestimmen die Amerikaner alles bei uns, bis ins kleinste Detail. Das heißt, wir sind nicht befreit worden, wir sind versklavt worden und haben die Rechnung überall in der Welt zu bezahlen. Jeder Kanzler muss, bevor er sein Amt übernimmt, die sogenannte Kanzlerakte unterzeichnen, indem er sich absoluten Gehorsam gegenüber den USA verpflichtet. Bundeskanzler Willy Brandt wollte die Unterwerfungsakte nicht unterzeichnen. Und daraufhin hat man ihm gesagt, dann könne er kein Kanzler werden und er müsste mit dem Schlimmsten rechnen. Denn die Alliierten können jederzeit jeden erschießen. Unter einer Bedingung, wenn es ihnen nutzt. Passend dazu ordnete Strom in einem Interview mit Niki Vogt die EU als Unterdrückungs- und Ausbeutungssystem der fleißigen und überlegenen Deutschen ein. Der Euro ist eine Missgeburt. Er kann nicht funktionieren, da die mentalen, kulturellen, klimatischen und vor allem wirtschaftlichen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten zu unterschiedlich sind. Über den Euro wollte man den europäischen Nationalstaat erzwingen. Jetzt will man wirtschaftliche und soziale Aspekte in allen Ländern harmonisieren. Doch auch das würde die deutsche Wirtschaft nur noch stärker machen. Sie ist einfach konkurrenzlos durch ihre gut ausgebildeten Fachkräfte und deren Bereitschaft zum Gehorsam und zum Verzicht. Hinzu kommen menschliche Schwächen. Was nützen die schönsten Gesetze und Verordnungen, wenn sie nicht eingehalten werden? Nicht nur die Griechen haben sich in den Euro geschmuggelt, auch andere Länder. Denn dort gibt es Geld umsonst. Die dummen Deutschen zahlen. Tsipras, Merkel kann sagen, was sie will, am Ende muss sie zahlen. Europa ist längst eine Transferunion. Faktum ist, Merkel oder die Deutschen haben nichts zu sagen, sie haben nur zu zahlen. Niki Vogt fragte dann, wer hat denn was zu sagen? Und Holger Strom antwortete, das ist eindeutig Obama, der Merkel wiederholt klarmachte, ich bestimme, ihr habt zu gehorchen. Verfolgt Europa eine an seinen Interessen orientierte Außenpolitik? Nein, dies ist Europa verboten. Wen wundert es da noch, wenn eine solch nationalistische Selbstbejammerung mit geschichtsrevisionistischen Gedanken verbunden wird? Zum Beispiel die Kriegsschuldfrage. In den letzten beiden Weltkriegen sind rund 100 Millionen Menschen umgekommen bzw. ermordet worden. Nun schreiben die Autoren in diesem Buch, die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU, dass nicht der Kaiser oder Hitler den Krieg begonnen hat, sondern ein Kartell. Ein Kartell rund um die IG Farben, also wesentlich BASF, Bayer, Höchst und Dutzende weitere Firmen und auch 100 amerikanische Firmen. Und zwar die von Herrn Rockefeller, dieser petrochemische pharmazeutische Komplex. Weil die ein Deal gemacht haben mit dem Kaiser und mit den Nazi-Größen, indem sie gesagt haben, alle Länder, die erobert werden, da wollen wir die Firmen, die uns interessieren und deren Patente übernehmen. Und dafür haben sie die Nazi-Größen fürstlich honoriert. Man hat uns eigentlich diese Schuld im wahrsten Sinne wörtlich mit Gewalt und Psychoterror eingeprügelt, obwohl wir gar nichts damit zu tun haben. Aber warum geschieht das trotzdem? Weil man das instrumentalisiert, um uns abzukassieren. Und es ist so, dass heute die deutschen Hasser das Sagen haben. Oder zum Rechtsstatus des Landes. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt, das Deutsche Reich lebt fort. Und die Bundesrepublik und die DDR, die damals noch existierte, als dieses Urteil geschlossen war, haben keine Legitimität, da sie Instrumente der Besatzungsmächte sind. Also deutlicher geht's ja gar nicht mehr. Es gibt da ja auch so ein paar Parallelregierungen, die eigene Pässe und Führerscheine rausbringen.
Und ich habe da so jeweils ein Exemplar erworben. Und da stand dann drauf, dass die der Gesetzmäßigkeit der USA unterstehen, dem amerikanischen Justizminister und dem amerikanischen Präsidenten. Und daraufhin habe ich das Konsulat bzw. die Botschaft in Berlin angeschrieben, ob das stimmt. Und die haben mir dann kommentarlos die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugeschickt, also das indirekt bestätigt. Nur darüber wacht kein deutscher Journalist oder Politiker zu reden. Keiner. Und noch besser. Laut seiner eigenen, also Holger Stroms Internetseite, haben die Amerikaner eine Parallelregierung installiert. Den deutschen Reichskanzler, die Reichsminister und Staatssekretär, Königsweg 1, 1000 Berlin 1, die eigene Pässe, Personalausweise und Führerscheine herausgeben, die dem amerikanischen Präsidenten bzw. Justizminister unterstehen. Falls die Bundesregierung nicht gehorchen sollte, wird sie kurzerhand abgesetzt und durch die Reichsregierung ersetzt. Wie ich mich persönlich überzeugen konnte, werden die Ausweispapiere durch alle Länder voll akzeptiert, in denen ich bisher reiste. Um festzustellen, ob das Ganze eine Lüge ist, habe ich die amerikanische Botschaft per Einschreiben angeschrieben. Die Reaktion war die Übersendung der Auszüge des Bundesverfassungsgerichts per Fax. Wir sind also nicht befreit, sondern versklavt worden und wir werden von den Medien und von der Politik systematisch belogen. Auch nach der Wiedervereinigung hat sich daran nichts geändert. Mit all diesen Thesen tritt Holger Strom nun seit einigen Jahren ins Rampenlicht. Und zwar vor allem in zwielichtigen Talkshows, rechten Zeitungen, populistischen Internetportalen und Veranstaltungen. Sein Nachplappern macht selbst vor Auschwitz nicht Halt. Und als Rudolf Augstein einen Titel für den Spiegel schreiben wollte, über Auschwitz, da kommt man dann nicht um Friedrich Mayer rum, hat er ihn darum gebeten und er hat ihm gesagt, was dort wirklich passiert ist. Dass nämlich die Arbeitskräfte, die man gebrauchen konnte, Kinos hatten, Bordelle, Schwimmbäder, Theater, Krankenhäuser und so weiter und relativ gut behandelt wurden. Aber Friedrich Mayer ist selber Jude und ein Teil seiner Familie wurde in Auschwitz ermordet. Und er hat dann dort gesagt, dass die ganzen Zahlen mit 6 Millionen Juden nicht stimmen. Es seien 800.000 gewesen. Die Oberverreinigung der Rabbi spricht von 600.000. Für Holger Strom ist Deutschland nicht nur Opfer statt Täternation, sondern erwähnt in diesem Land die überlegene Rasse. Wäre es nicht an der Zeit zu beweisen, der Weltöffentlichkeit, dass wir Deutschen viel klüger sind, dass wir die größten deutschen Dichter und Denker hatten, dass wir die besten Komponisten hatten, dass wir die besten Ingenieure sind, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren sollten, unser Land voranbringen, und an das Wohl des deutschen Volkes denken? Die professionellen Verbreiter vereinfachter Welterklärungen machen aus der Empörung und Angst infolge primitiver Politinterpretation ein Geschäft. Sie verkaufen Bücher, sammeln Spenden oder laden zu großen Treffen ein. Da helfen renommierte Persönlichkeiten, wie es Holger Strom, genauer Dr. Holger Strom, zu sein scheint. Ein Problem solcher Auftritte kann sein, dass der Beifall von einer bedenklichen Seite kommt. Als Strom auf der AZK schimpft, dass er als Nazi- und Holocaust-Leugner diffamiert werde, brandet starker Applaus auf. Offenbar mag das Publikum Nazis und Holocaust-Leugner, auch wenn Strom das gar nicht sein will. Als ich diesen Film rausbrachte, ging eine Hasswelle los. Strom sei Ausländerfeind, Nazi, Holocaust-Leugner, ich weiß nicht was, ich hätte... Mit solchen Auftritten ist Strom tief in die Szene der Weltvereinfacher eingetaucht. Dort verbreitet er nicht nur in fast wortgleichen Wiederholungen seine Thesen, sondern lässt sich mit den für ihn neuen Gedankenkonstrukten dieser Sphäre infizieren. Als Folge baut er selbst in seine rein sachbezogenen Darstellungen, zum Beispiel zu Gefahren der Atomtechnik, die üblichen Kopfgeburten ein. Wir wissen also, dass in Tschernobyl und in Fukushima, die sind ja zum Teil atomar explodiert. Mhm. Und zwar sind ja auch der Verdacht, dass da mit Hab-Waffen das ausgelöst worden ist. Diese Behauptung findet sich sogar zweimal und an prominenter Stelle im Film Friedlich in die Katastrophe. Am 26. April 1986 zerstörten schließlich zwei Explosionen das Atomkraftwerk Tschernobyl. Über eine mögliche Ursache wird viel spekuliert. Offiziell heißt es menschliches Versagen.
Es gibt Hinweise darauf, dass seismische Aktivitäten vorhanden waren, aber auch, dass sich in der unmittelbaren Nähe eine Harp-Anlage befand, mit der Erdbeben ausgelöst werden können und die deshalb von den USA prophylaktisch zerstört wurde. Als Folge kam es zu einer Entladung, die zum Beben führte und den Unglücksreaktor atomar explodieren ließ. Japan hat sofort nach dem Unfall eine Nachrichtensperre verhängt. Kritische Medien haben berichtet, dass auch hierbei möglicherweise Harp-Anlagen der Auslöser gewesen sind. 2010 hatte Benjamin Fulford den ehemaligen japanischen Finanzminister Hasel Takanaka gefragt, warum dieser die Kontrolle über das Finanzsystem amerikanischen und europäischen Oligarchen überließ. Dieser antwortete, dass sie mit einer neuartigen Erdbebenwaffe bedroht worden waren. Wo Harp ist, ist auch Mind Control. Diese Behauptung, den führenden Kräften sei bereits heute möglich, direkt und physikalisch Gedanken zu manipulieren. Die Harp-Anlagen, deren Funktion offenbar geheimnisvoll erscheint, sollen dafür verantwortlich sein. So jedenfalls in gängigen Verschwörungstheorien. Strom hat seine eigenen Gedanken dazu gemacht. Heiner Gehring hat dieses Buch geschrieben, Versklavte Gehirne, mit einer Unmenge an Literatur, in der er behauptet, dass nach dem Krieg SS-Wissenschaftler von den Amerikanern nach Amerika gebracht werden, um dann ein System auszuarbeiten, eine knallharte, brutale Diktatur mit demokratischem Anstrich. Und Heiner Gehring nennt das Mind Control. Nach so vielen apokalyptischen Worten und Bildern zu Atomkraft, Gentechnik und dem Untergang der Welt, alles viel schlimmer als die Nazi-Verbrechen, überrascht Strom damit, dass es etwas noch Schlimmeres gibt, also den bisherigen Gedanken folgend, den Super-Super-Hitler. Aber das Allerschlimmste sind die Chemtrails, die ja noch ständig versprüht werden. Ja. Und da sagt man, oh, Verschwörungstheorien. Ja. Aber wenn man sagt, oh, das ist Geoengineering, da sagen alle, oh, wie toll. Ja. Das gibt's, da leuchtet man nicht. Das ist gegen den Klimawandel, ne? Die Erderwärmung, das ist ja... Und der Werner Altnickel, der hat da ja so ein Messnetz aufgebaut, ja, wo er Feinstaub misst, weil dieser Feinstaub wird nur bis zu einer gewissen Größe gemessen. Alles, was noch kleiner ist darunter, wird gar nicht gemessen. Und die haben dabei festgestellt, dass die Toleranzwerte um das 100.000-fache und Millionenfache überstiegen werden durch Chemtrails. Ja. Weil das ist absoluter Feinstaub. Warum man das aussprüht? Man möchte, dass da oben eine Schicht ist um die Erde, die dann die Sonnenstrahlen reflektiert. Mhm. Und das ist Aluminiumpulver, da sind noch diverse Chemikalien drin. Mhm. Wir wissen, und das ist ein Faktum, durch UNO auch bestätigt worden, durch Reports, dass zum Beispiel in Gebieten wie damals im Krieg in Jugoslawien oder jetzt in anderen, wo dann Aufstände herrschen, die man nicht will, meistens fördert man und finanziert und steuert man die Aufstände, aber wo nicht, dann kommen dann Beruhigungsmittel oben rein, die wir dann einatmen und dann werden wir schön gefügig. Das alles ist nur ein Ausschnitt dessen, was Holger Strom zurzeit so von sich gibt. Viele seiner Interviews der letzten Jahre sind online zu finden, vor allem auf YouTube, zusammengestellt auch auf seiner Internetseite. Mit seinen Büchern wandert Strom inzwischen auch in rechtsoffene Verlage ab. Eines der neueren Bücher erschien im Kai Homilius Verlag. Dessen Besitzer und Namensgeber ist Mitherausgeber des rechtspopulistischen Magazins Kompakt. Dort wird nicht nur der ganze Reigen sogenannter Verschwörungstheorien verbreitet und dem Feminismus, linken Politiken und der vermeintlichen Asylantenflut der Kampf angesagt, sondern der Chefredakteur Jürgen Elsässer kürte zur Bundestagswahl 2013 Thilo Sarrazin zu seinem Lieblingskandidaten für das Amt des Bundeskanzlers. Das passt. Das Spiel mit diskriminierender Hetze beherrschen Holger Strom und die Macher des Films Friedlich in die Katastrophe auch. Menschen, zum Beispiel muss heute Roma sagen, aus Bulgarien kommen, eine 21-Jährige, die hat auf dem Papier, dass sie 20 Kinder hat. Das kriegt sie amtlich bestätigt. Wie das biologisch möglich ist, ist mir schleierhaft. Diese Menschen kommen über die EU alle zu uns wegen Wirtschaftsflüchtlingen. Da können nochmal 5 Millionen Türken zu uns in die Sozialsysteme einwandern. Das sind also Dutzende von Millionen Menschen, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben, denn in Schwarzafrika weiß jedes kleine Kind,
Die Deutschen sind reich und dumm. Und da gibt's Geld umsonst. Und wenn man beim Klauen und Dealen erwischt wird, braucht man nur laut Nazi schreien und schon darf man weiter klauen. Die EU selber tut nichts. Sie schafft Korridore, um alle Flüchtlinge nach Deutschland zu schaffen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Frankreich. Dort werden die Flüchtlinge in Züge gesetzt, die nach Aachen, Köln oder Berlin fahren. Das heißt, von dort haben wir keinerlei Unterstützung zu erwarten, weil keiner will diese Flüchtlinge. Denn es ist mittlerweile bekannt, dass in vielen Ländern die Behörden die Gefängnisse öffnen und zu den Insassen sagt, ihr habt eine Woche, um nach Deutschland zu verschwinden. Wenn wir euch danach erwischen, hängen wir euch auf. Und so kommt eine Flut an Terroristen und Kriminellen nach Deutschland. Nun wollen wir in einem riesigen Projekt Millionen Menschen eingliedern, die zum Teil Analphabeten sind, die aus einer völlig unterschiedlichen Kultur kommen, die also hier überhaupt nicht reinpassen. Die fähigen, guten Leute verweisen wir des Landes, um den Rest zu behalten. Das ist doch ein Wahnsinn. Diese Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind hauptsächlich Männer zwischen 18 und 30 Jahre alt, nämlich die mit der größten kriminellen Energie. Und wir wissen ja, dass jetzt aus Tschetschenien und anderen Ländern hier Flüchtlinge herkommen. Radikal-Islame, da schleicht sich so mancher rein. Und diese Asylanten gehen los, sie besetzen Gebäude, bewerfen Polizisten mit Steinen, gehen in den Hungerstreik, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, nämlich mehr Geld, eine bessere Unterbringung und so weiter und sofort eine permanente Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Diese jungen Menschen, die dort zu uns kommen, haben fast alle an den Kriegen teilgenommen. Sie haben gemordet. Sie sind schwerst traumatisiert zum Teil und völlig hemmungslos. Sie sind aber auf der anderen Seite extrem gut organisiert, haben alle Smartphones und von morgens bis abends sieht man sie an diesen Smartphones, wie sie sich verabreden, um zu demonstrieren, um mit Gewalt ihre Ziele durchzusetzen. Aber der Papst hat am 15. Oktober dieses Jahres gesagt, dass sich in den Flüchtlingsstrom die gewalttätigsten und radikalsten Islamisten tarnen, um in Europa schwere Attentate zu begehen. So hat es zum Beispiel alleine in Hamburg von Anfang Januar diesen Jahres bis Mitte Oktober 1400 Polizeieinsätze gegeben. Mit Mannschaftswagen und hunderten Polizisten, um Gewalt und Terror in den Flüchtlingsheimen zu unterbinden. Massenschlägereien, Messerstechereien, Massenvergewaltigung, Mord und Totschlag, Diebstahl und so weiter. Da geht ein Neunjähriger auf einen Menschen los, sticht ihm das Messer im Bauch und raubt ihn aus. Und die begehen jeden Tag solche schweren Straftaten. Deswegen hat die Polizei gesagt, wir müssten die sofort ausweisen. Das führt zu einer Katastrophe. Wir kriegen dieses Problem nicht in den Griff. Und wir wissen, dass in Köln und anderen Großstädten die Diebstähle sich fast verhundertfacht haben, dass eine gewaltige Kriminalitätswelle auf uns zurollt. Nun ist die Frage, was soll das Ganze? Und dazu antwortet die Stimme und Gegenstimme. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler und Militärgeostratege Thomas M. Barnett definiert in seinem Buch Das Pentagons neue Landkarte den ungehinderten Flüchtlingsstrom nach Europa als eine der vier Kernstrategien zur Globalisierung und damit zum Ausbau der US-Dominanz. Nationale Grenzen sollen aufgelöst, Rassen vermischt, dadurch Werte und Religion abgeschafft und der Weg zu einer globalen neuen Weltordnung geebnet werden. Am 11.10.2009 hat der Daily Express geschrieben,
Europa soll Selbstmord begehen und 50 Millionen Afrikaner eingeschleust werden. Das sei nötig für die Globalisierung und die neue Weltordnung. Dabei geht es Bernat vor allem darum, durch eine Vermischung der Rassen eine Bevölkerung zu schaffen, deren durchschnittlicher Intelligenzquotient bei 90 liegt. Denn die sind leichter zu kontrollieren als eine mit 110. Und dann werden wir wahrscheinlich Probleme bekommen wie in Schweden, wo das Schulsystem völlig zusammengebrochen ist, weil dort muslimische Immigranten drin sind, die überhaupt gar kein Schwedisch lernen wollen, die den Unterricht vom Anfang bis Ende nur stören und die auch, wie Svensk TV festgestellt hat, vom Intellektuellen gar nicht in der Lage sind, da sie retardiert sind, das heißt also geistig minder bemittelt. Die Kosten für die Integration von 1 Million Flüchtlinge alleine, um sie auf das geistige Niveau der deutschen Bevölkerung zu erheben, kostet pro Jahr, pro 1 Million Menschen 50 Milliarden nur für die Schulung. Dass die sich überhaupt noch grün nennen dürfen, sie haben ja gar nichts mehr mit Umweltschutz am Hut. Sie sind vielleicht eine Partei der sexuellen Minderheiten oder der Asylanten. Und solange wir diese Unterhaltungsmedien in der Form haben, wie wir sie heute haben, der Sixpack von Aldi, Füße hoch vor die Glotze, denken, abschalten. Und solange die Leute ruhig gehalten werden, man hat eine Mindestversorgung in Deutschland zumindest, man kriegt Hartz IV. Und solange, glaube ich, wird es hier auch keine Revolution geben, leider. Was auf politischer Ebene gilt, sieht Holger Strom auch in seinem Privatleben. Überall Verschwörungen und dubiose Machenschaften. Ich stand lange und stehe immer noch unter Internetzensur. Und wenn ich am Telefon politisiert habe, stellt man mir das kurzerhand ab. Für bestimmte Zeiträume, jeweils nach Strafe, ja. Schwere der Tat, die ich da begangen habe, in dem, was ich gesagt habe. Zum Beispiel, wenn ich politisiere am Telefon, dann wird das jeweils nach Schwere der Strafe mir Stunden oder Tage abgestellt, sozusagen als pädagogische Maßnahme, um mich zu erziehen. Oder Internet, ja, das wird sonst so bei mir sabotiert. In jeder Form. Also man will anscheinend verhindern, dass ich mein Wissen nicht weiter verbreite. Immer wenn ich politisiere am Telefon, wird es abgestellt für Stunden oder Tage, jeweils nach dem, was ich gesagt habe. Und da wurden dann alle Bücher vom Markt genommen, die noch von mir drauf waren, und wurden alle eingestampft. Nein. Nicht verbrannt wie unter den Nazis. Ja. Ganz politisch korrekt und ökologisch recycelt. Ja, unglaublich, ja. Und nach 10 Jahren, als mein Vater gestorben ist, bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Und da hat man zur Strafe erstmal sämtliche Bücher vom Markt genommen und eingestampft. Nee. Alle deine Bücher waren nicht mehr zu bekommen? Ja. Die gibt es heute noch zum Teil im Antiquariat. Aber danach war also zumindest im Buchhandel aus und ich durfte keine Bücher mehr veröffentlichen. Aber nicht öffentlich zensiert, oder? Oder stehen Sie auf der Blacklist? Ja, natürlich. Nicht nur das. Also ich habe ungefähr 100 Bücher geschrieben, 50 davon sind sofort der Zensur zum Opfer gefallen. Aber auch von den 50, die veröffentlicht worden sind, da ist ziemlich heftig drin zensiert worden. Da sind also ganze Kapitel rausgestrichen worden, weil die Verleger Angst hatten. Also mit Freiheit und so, das können wir ja vergessen. Ich habe 3 verschiedene Berufsverbote bekommen. Als Industrieberater, der ich mal ursprünglich war in den USA und Nordamerika. Wie das eigentlich gehen soll, die Berufsausübung als Industrieberater zu verbieten oder ganze Bücher, erklärt Strom in der Regel nicht. Etwas anderes verschweigt er ganz. Er selbst versucht, die Kritik an seiner Person und seinen Werken zu verbieten. Am 14. November 2014 reichte er, nachdem der Zensurversuch direkt auf YouTube misslang, beim Landgericht Klage gegen den Aktivisten, Buchautor und Filmemacher Jörg Bergstedt ein. Der hatte einen kurzen Film über die populistischen bis rechten Passagen in Friedlich in die Katastrophe erstellt. Wenig souverän reagiert Strom auch auf Kritik an seinen Positionen und Kontakten. Diese Kampagnen, die man gegen mich unternommen hat, ich sei Nazi und Holocaustleugner, ich habe 3 Berufsverbote bekommen, weil ich zu weit links war. Ich bin angefeindet und auf einmal war die Antifa da und drohte mir,
man würde mich krankenhausreif schlagen und Molotow-Cocktails in mein Haus werfen und mein Auto abfackeln. Antifa, Antifaschisten, da ist ja der Name schon Faschisten drin, Linksfaschisten. So wird zum Beispiel die Antifa, die ja nun sich besonders links gebärdet, vom Staat eingesetzt, um missliebige Demonstrationen und Kritiker zusammenzuschlagen. Und dafür bekommen sie von dem Staat 25 Euro pro Stunde plus alle Nebenkosten. Die Antifa, die für mich die schlimmsten Faschisten sind, die heutigen Antifa, das sind ja zum Teil dumme Menschen, die nicht mal merken, dass sie vom Mossad und dem CIA und Verfassungsschutz gelenkt werden. Die sie dirigieren und sie sind sehr gewalttätig. Die einzigen, die über den Film geschrieben haben, war die Taz. Da war er noch gar nicht draußen, haben die schon Verriss gebracht. Da fragt man sich, hoppla, was ist da hier los? Ja, für mich ist das Auftragsarbeit. Das ist völlig klar. Woher weiß Sturm das eigentlich alles? Er ist doch selbst der Meinung, dass überall Provokateure und mächtige Geheimbünde agieren. Trotzdem ordnete er alle genannten Handlungen gleich pauschalen Gruppen zu, obwohl es für ihn links und rechts gar nicht mehr gibt. Auch damit segelt er Mainstream vereinfachter Welterklärer. Heute gibt es ja gar nicht mehr rechts und links. Jeder klaut von jedem. Wir sehen ja so und so, es gibt gar kein links und rechts mehr. Mit all dem ist Holger Strom auf den Schienen der vereinfachenden Welterklärung unterwegs. Was sich in den konkreten Erzählungen ausdrückt, findet seinen Ursprung in der Gut- und Böse-Einteilung. Sie ist das grundlegende Modell vereinfachter Welterklärung, kombiniert mit entsprechenden Feindbildern, dem tatenlosen Bejammern eigener Ohnmacht, wobei Mensch sich selbst immer auf der Seite der Guten und Unterdrückten sieht. Strom scheint keine Hoffnung mehr zu haben. Sein Film Friedlich in die Katastrophe ordnet das Auftreten guter Menschen als Jahrtausendereignis ein. Wir wissen heute bereits genug, um Hauptproblemen wie Hunger, Überbevölkerung, Umweltverschmutzung, Plünderung unseres Planeten und Gefahr eines weiteren Atomkrieges zu begegnen. Tatsächlich könnte man die Weltbevölkerung von heute ernähren, man investiert jedoch viel lieber in Rüstungsgüter. Und so beruht die heutige Krise neben mangelhaften Informationen auf schlechter Politik. Um diese Fehlentwicklungen noch abwenden zu können, müsste sich die Politik zunächst einmal den verloren gegangenen Einfluss von der Wirtschaft zurückholen und auch Begriffe wie Ethik und Verantwortung wieder ernst nehmen. Wir sind verpflichtet, für das Überleben zu kämpfen. Die Angst der Mächtigen ist unsere Hoffnung. Und wenn sie uns alle mit in den Strudel reißen, dann wollen wir zugrunde gehen im Bewusstsein, ich habe mein Leben gelebt, ich habe es nicht den Idioten und Kriminellen überlassen. Ich habe mich gewehrt bis zuletzt. Und in der Tat, wir werden vom Bösen beherrscht. Das Gute ist so selten, dass unsere Zeitrechnung darauf basiert, während das Böse alltäglich ist. Steht ja auch schon alles in der Bibel, nicht? Und da steht auch schon drin, dass wenn ein Mensch mal gut ist, dann hängt man ihn ans Kreuz. Und das ist so selten, dass ja sogar unsere Zeitrechnung auf einem Gutmenschen beruhen, weil das so ein Ereignis ist. Aber wir sind umgeben von dem Bösen und das Böse kann sich nur entwickeln, weil wir Schafe uns alles mit uns machen lassen, weil wir gehorchen wollen. Das Motiv ist zutiefst moralisch und Kernelement der Religionen. Friedlich in die Katastrophe verschleiert das nicht, sondern startet bereits mit einem deutlich religiösen Aufmacher. Großer Geist, dessen Stimme ich den Winden vernehme, und dessen Atem der ganzen Welt Leben spendet. Erhöre mich. Ich trete vor dein Angesicht als eines deiner vielen Kinder. Siehe, ich bin klein und schwach. Ich brauche deine Kraft und Weisheit. Lass mich in Schönheit wandeln und meine Augen immer den purpurroten Sonnenuntergang schauen. Mögen meine Hände die Dinge achten, die du geschaffen hast, und meine Ohren deine Stimme hören. Mache mich weise, damit ich die Dinge erkennen kann, die du mein Volk gelehrt hast. Die Lehre, die du in jedem Blatt und jedem Felsen verborgen hast.
mache mich stets bereit, mit reinen Händen und aufrichtigen Augen zu dir zu kommen, damit mein Geist, wenn das Leben wie die untergehende Sonne entschwindet, zu dir gelangen kann, ohne sich schämen zu müssen. 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 So betet in alter Zeit und heute der Sioux-Indianer. Holger Strom ist keine Ausnahme. Sein hier dargestelltes Beispiel ist Blaupause für viele solcher Vereinfachungen und für die, die sie hinausposaunen. Populismen kommen bis tief hinein in politische Strömungen vor. Was ist es anderes als eine krasse Vereinfachung mit Gut und Böse Schubladen, wenn ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA als Bedrohung der, offenbar am TTIP unbeteiligten, Trutzburg Europa dargestellt wird? Oder wenn bei einem ähnlichen Abkommen der EU mit Kanada trotzdem die US-Firma Monsanto als Hassbild die Propaganda prägt? Warum taucht in der Kritik an Gentechnik oft nur der US-Konzern Monsanto auf, obwohl Deutschland selbst 3 Global Player der Branche hat? Wo verläuft die Grenze zwischen vermeintlich guten, investiven Kapital und dem bösen, früher als raffend bezeichneten Finanzkapital? Diese und viele andere primitive Denkmuster prägen fast alle politischen Strömungen. Und wer diesen Film anschaut, sollte vielleicht mal kritisch hinterfragen, wie oft auch im eigenen Denken und Handeln vereinfachte Gut- und Böse-Schemata vorkommen. Es ist sehr leicht, die Zuspitzungen aus unsympathischen politischen Kreisen als Verschwörungstheorien niederzumetzeln, aber selbst zwecks billigem Applaus, Spendenwerbung oder Stimmenfang ganz ähnlich zu handeln. Verschwörungstheorie, das wäre dann eher selbst eine Vereinfachung, ein schlichter Diffamierungsbegriff der Bösen statt einer brauchbaren Analyse. Und unscharf ist das Wort ohnehin. Denn nicht alles ist Verschwörung und kaum etwas eine Theorie, sondern ganz simple Kategorisierungen. Vereinfachte Welterklärungen und ihre Abziehbilder zu analysieren und zu demaskieren, wäre eine wichtige Aufgabe emanzipatorischer Aufklärung. Alles, was einem nicht passt an politischer Analyse, als Verschwörungstheorie abzutun, ist hingegen selbst eine Vereinfachung, die ebenfalls der Einteilung in Gut und Böse dient. Aus all dem können wir viel lernen. Erstens, Empörung schlägt analytisches Denken. Holger Strom wirkt umfassend informiert und gebildet. Er hat mehrere Ausbildungen und ist von seiner Intelligenz selbst sehr überzeugt. Immer wieder bezeichnet er sich als Ausnahmeerscheinung. Wie kann es passieren, dass einem solchen Menschen so schnell derart platte Sprüche und Schuldzuweisungen herausrutschen? Angst und oberflächliche Empörung sind keine guten Ratgeber für politische Positionen. Sie haben als Warnsignal ihre Funktion, sollten aber analytisches Denken nach sich ziehen. Zweitens, wer einfach nur Nazi oder Verschwörungstheoretiker brüllt, ist auf dem gleichen Gleis unterwegs. Ob Montagsfriedensdemos, Pegida und Nachfolgeversammlungen, Demos gegen schlechte oder für bessere Welten, überall treibt die Empörung tausende Menschen auf die Straße. Linke, Rechte, Bürgerliche. Überall sind Rattenfänger mit ihren einfachen Analysen und Einteilungen Gut und Böse unterwegs. Sie unterscheiden sich darin, was gut und was böse ist, aber kaum in den Methoden, wie sie orientierungslose Massen für sich gewinnen. Emanzipatorische Politik geht anders. Sie stellt die Menschen, deren Selbstermächtigung und die freie Kooperation in den Mittelpunkt. Und drittens, die Grauzonen sind offensichtlich. Ohnehin verschleiert das Zeigen mit dem Finger auf andere die eigenen politischen Vereinfachungen. Fast überall wird mit vereinfachten Welterklärungen Politik gemacht, weil nicht die gesellschaftliche Veränderung, sondern der eigene Erfolg in Wählerstimmen, Medienaufmerksamkeit oder Spendeneingängen im Mittelpunkt steht. Die eigenen Vereinfachungen zu überwinden und mit großem Selbstbewusstsein ganz direkt in die Kreise hineinzuwirken, wo Weltvereinfachungen bis zu Verschwörungstheorien das prägende Merkmal sind, gehört zu den wichtigen Aufgaben der Fortentwicklung politischer Bewegung. Skeptisches Denken ist ein Wesensmerkmal emanzipatorischer Politiken. Darin müssen wir uns trainieren und andere dafür gewinnen, statt sie zu diffamieren. Gehen wir hin, fordern wir uns und andere auf zum kritisch reflektierten Denken, zum Hinterfragen und zum eigenständigen Handeln.